Gassenspiel mit Dreck. Bauen Sie eine Hütchenlinie zentral ca. 18 Meter vor dem Tor auf. Ca. 8 Meter davor bauen Sie ein weiteres Starthütchen auf. Das linke Hütchen der Dreierreihe ist mit zwei Spielern ohne Ball besetzt, das Starthütchen mit zwei oder drei Spielern, wobei der erste einen Ball und die hinteren jeweils zwei Bälle haben. Spieler 1 dribbelt nun das rechte Hütchen der Linie an und führt eine Schussfinte durch. Der zweite Spieler kommt ihm im richtigen Moment entgegen und wird flach angespielt. Der Spieler, der angedribbelt hat, führt nun einen Stemmschritt aus und erhält einen Steckpass durch die Hütchenlinie, den er direkt aufs Tor schießt. Das zweite flache Anspiel erfolgt von hinten und wird hinter dem Fuß vorbei in eine optimale Schussposition gestoppt und aufs Tor geschossen. Der Spieler, der den Steckpass gespielt hat, holt sich zwei Bälle und stellt sich am Starthütchen an. Der Spieler, der die beiden Torschüsse hatte, stellt sich ohne Ball am linken Hütchen an. Der Spieler dribbelt los und führt nun eine Sohlenwende anstatt einer Schussfinte aus. Anstatt Spieler 2 aber anzuspielen, spielt er selbst den Steckpass. Spieler 2 führt hierfür ebenfalls eine Auftaktbewegung wie in Übung 1 aus, bricht diese dann aber ab und fordert den Ball in die Gasse. Der zweite Ball wird nun hoch angeworfen und in die Bewegung gelenkt und aufs Tor geschossen. Spieler 1 dribbelt an und führt nun die Bewegung Abkappen aus. Diesmal erfolgt der Steckpass erneut auf Spieler 2, allerdings mit einem Doppelpass. Das heißt, es erfolgt zunächst ein flaches Anspiel, das Spieler 2 prallen lässt und dann den Ball in die Gasse fordert. Der zweite Ball wird nun wiederum flach angespielt und mit einer Körpertäuschung und der Außenseite in die Bewegung gestoppt.